Ja, du bist dir noch nicht sicher, ob die Elektromobilität das Richtige für dich ist. Wenn das der Fall ist, dann kann ich dir, und das hattest du gerade ja gesehen, oben links A Better Route Planner empfehlen. Mit diesem Programm kannst du deine Unsicherheit sozusagen wegtesten, wenn du das möchtest. Das habe ich auch getan. Ich bin hingegangen und habe im Prinzip mich schon in die Lage sozusagen versetzt, als wenn ich schon ein Elektroauto hätte. Und das geht mit dem Better Route Planner sehr gut. Du kannst sozusagen dir ein Elektrofahrzeug aussuchen. Das muss kein Tesla sein, das kann irgendein Auto sein, was du dir aussuchst. Sind, ich denke, fast alle da aufgeführt. Und ich habe auch eine Neuerung eben tatsächlich gesehen, die ich auch mitteilen möchte, für all die, die vielleicht den Better Route Planner auch schon kennen. Ansonsten will ich es auch nicht zu detailliert machen und aber trotzdem den ganz kurz mal vorstellen. Für all die da draußen, die jetzt vielleicht auch neu auf der, in der Szenerie sind. Das Gute ist, wie gesagt, man kann so tun, als wenn man ein Fahrzeug hätte, auch wenn man es noch nicht hat. Und kann eben sein Wunschfahrzeug hier auswählen. Das finde ich ist total super. Ich drehe mal ganz kurz um und zeige euch, was ich meine. Dazu ist also hier einmal das Programm. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das so hinbekomme. Einmal sieht man, dass es hier in Englisch ist. Und das Englische möchte ich ganz gerne erstmal wegmachen. Dazu geht man in Settings hier unten, geht auf die Settings und kann hier oben auf Detailliert gehen. Dann öffnet sich das ganze Feld hier runter. Da kann man erstmal dann hier mit hier runter scrollen. Wie gesagt, wenn ihr seht, ist das alles in Englisch jetzt. Und das möchte ich nicht. Ich will in Deutsch das Ganze haben. Und da haben wir hier oben die Language. Da gehen wir auf Language und gehen auf Deutsch. So, und plötzlich switcht das um. Und das Ganze ist jetzt hier in Routenanweisungen, Einstellungen, Zurücksetzen, also alles in Deutsch. So können wir es lassen. Dann gehe ich wieder nach oben. Und als allererstes, jetzt können wir das so im Prinzip so lassen. Das könnt ihr euch selber mal durchschauen hier. Da kann man im Prinzip wirklich alles eingeben. Und wir geben jetzt vor allen Dingen mal unser Fahrzeug ein. Das hier oben ist wichtig. Ich habe jetzt ein Tesla Model 3 eingegeben. Von 2018 bis 20. Das ist übrigens auch schon neu jetzt. Standard Range Plus. Mit rückwärts, also Rear Wheel Drive, also mit Hinterradantrieb. Ich gehe da mal drauf. Wähle dein Fahrzeug aus. Und dann kann man hier ganz viele Fahrzeuge auswählen. Entweder Tesla, iWays und dann, ich scroll mal ganz kurz runter, hoppla, und eben auch Porsche und auch da unten dann eben Volkswagen, Volvo, da müsste dann der Polestar zum Beispiel mit drin sein und so weiter. Das möchte ich jetzt gar nicht machen, das kann man einfach selber mal ausprobieren. Wie gesagt, du kannst so tun, als wenn du eigentlich ein Auto schon hättest, auch wenn du es nicht hast. Wir gehen jetzt aber mal auf Tesla und nehmen das Model 3. Und jetzt ist interessant, das ist jetzt neu dazugekommen. 2018 bis 20 und jetzt tatsächlich 2020. Gehen wir da mal drauf, weil das sind jetzt die neuen Fahrzeuge, die ja jetzt im Verkauf sind. Und hier sieht man schon schön, dass einige gesagt haben, hör mal, wenn du dir den Standard Range kaufst, dann ist da keine Wärmepumpe dabei. Also ich grundsätzlich würde mal sagen, die scheint aber doch dabei zu sein. Weil viele sagten, die wäre nur beim Long Range dabei. Hier scheint sie aber mit dabei zu sein. Beim Long Range ist die Heatpump dabei und hier sind die verschiedenen Reifentypen und Größen, die du hast. Und bei Performance haben wir ja einen 20 Zoller. Gehen wir mal auf einen Long Range zum Beispiel, 18 Zoll, könnten wir mal auswählen. So, und das Fahrzeug ist jetzt praktisch hier oben ausgewählt. Dann könnten wir hier bei der Abfahrt 95%, also State of Sub Abfahrt, aber ich gehe jetzt gerne mal hier auf 100%, weil wenn wir abfahren, fahren wir mit der vollen Hütte los. Und das hier unten, das wird vorgegeben, das lassen wir auch mal so. So, jetzt gehen wir mal hier raus. Gucke ich mal, wie komme ich jetzt hier raus? Ne, das war falsch. Ah, hier unten steht der Pfeil zurück. So, jetzt bin ich draußen. Jetzt könnte ich hier oben einen Startpunkt eingeben. Und da gebe ich jetzt mal
einfach mal einen Startpunkt ein. Ich sage mal meine Position, wo ich mich befinde und dann das Ziel. Und das Ziel gehen wir mal ein, zum Beispiel nach Prag. Und dann könnte man jetzt hier sagen, okay, er soll starten und die Route berechnen. Dann tut er das auch. So, und bekommt dann auch jetzt hier schon ein Ergebnis. Also einmal kann man oben rumfahren anscheinend oder eben unten rumfahren. Und hier hinten sieht man jetzt Prag. Und hier müsste man laden. 22 Minuten. Und diese Route hier oben rum würde 4 Minuten länger dauern. Die klicke ich jetzt mal weg. Und wir entscheiden uns mal für die untere. Mal sehen, ob ich da draufklicken kann. Ja, da kommt noch so ein Höhenprofil. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Das könnt ihr euch selbst mal anschauen. Das ist ganz interessant. Also wie das aussieht, muss ich anscheinend nur einmal laden, wenn ich mit 100% losfahre. 22 Minuten nämlich. Das ist interessant. Gucken wir mal ganz kurz. Und schauen wir mal. Die Gesamtstrecke wäre 541 Kilometer. Wir würden fahren 4 Stunden 56 und müssten tatsächlich nur einmal laden, 22 Minuten. Diese beiden Zahlen ergeben dann die 5 Stunden und 18 Minuten. Ich würde hier in Bensheim, Hessen, würde ich losfahren mit 100% im Akku und müsste dann nach 339 Kilometer bei maximal 120 tatsächlich nur ein einziges Mal nachladen von 9% auf 66% und zwar 22 Minuten. Und ich finde, in einer Strecke von über 500 Kilometer 22 Minuten eine Pause zu machen, okay. Und kommt dann hier in Prag mit 5% an. Wie gesagt, diese Zahlen lassen sich verstellen. Da kann man auch sagen, ich möchte mit mehr Prozent ankommen. Dann müsste man einfach hier etwas länger warten, wahrscheinlich dann vielleicht mal 30 Minuten laden. Und dann kommt man dann mit einer höheren Batterieladestand hier in Prag an. Das kann man aber einstellen. Ich könnte also jetzt zum Beispiel hier auf die Einstellungen gehen. Das können wir mal ganz kurz machen und kann sagen, nee, ich will da mit 10% ankommen. Können wir ja gerne mal machen. Also man kann wirklich so tun, als wenn man das Auto schon besitzen würde. Und das ist sehr, sehr genau. Da sieht man übrigens die ganzen Supercharger mal. Unglaublich, wie das Netzwerk ausgebaut ist. Hoppla, Entschuldigung. Und jetzt schauen wir mal, was sich geändert hat. Jetzt kommen wir 10% an. Und wie ich gesagt habe, lädt er tatsächlich bis 71%. Und das Ganze dauert 2 Minuten länger. Aber dann habe ich halt in Prag etwas mehr Prozent im Akku. Aber wenn man sich ein Hotel ausgesucht hat, wo man laden kann, ist das ja okay. Hier gibt es eine kleine Tabelle. Sieht man das auch nochmal? Du fährst mit 100% los, kommst mit 9 am Ladestation an, 71, lädst du auf, kostet 11 Euro. Außer du hast Free Superchargen, wenn du zum Beispiel meinen Empfehlungslink genommen hast, steht unten drin, dann musst du nichts bezahlen, dann hast du ja erstmal viele Kilometer frei. Hier die Ladezeit, die Gesamtstrecke, die Uhrzeit, Abfahrt und so weiter. Okay, ja, dann weiß ich gar nicht, wie man das jetzt, also hier sieht man es nochmal, hier wäre die Strecke und man muss tatsächlich nur ein einziges Mal laden, 24 Minuten. Man könnte ja spaßeshalber mal hingehen, angenommen, sagt man sich jetzt, das können wir ja gerne mal zusammen durchspielen. Man geht hier unten wieder zurück. Man sagt jetzt, nee, Moment mal, ich habe das Geld nicht. Ich kann mir einen Long Range gar nicht leisten. Und du nimmst dir einfach mal statt den Long Range den, wähle dein Fahrzeug. Oder wir können ja mal das Model 3 nehmen, das alte. Das machen wir zuerst mal. Angenommen, wir nehmen mal das Moment, das alte. Mal zurück. War ich jetzt schon in dem? Ich glaube, ich war jetzt in dem. War ich jetzt da drin? Oder war ich da nicht drin? All Redrive 18er. Nehmen wir mal das hier. Jetzt hängt er. Jetzt hängt er. Warum hängt er jetzt? Ah, jetzt ist er wieder rausgegangen. Okay, Moment, ein bisschen kleiner machen. Wow. So, und wähle dein Fahrzeug nochmal neu. Entschuldigung. Ah, ich sehe aber schon. Er hat jetzt das genommen. Nee, das ist
Ah ne, das ist noch das Gute. Also was heißt das Gute? Das ist das, wähle dein Fahrzeug, das ist das Neue. Ob gut oder schlecht, 24 Minuten haben wir gehabt. Model 3. Nehmen wir das hier und nehmen das Long Range All-Wheel Drive 18 Zoll. Das haben wir genommen eben. Gucken wir mal. So, das hat er jetzt ausgewählt. Das ältere Modell ohne die Heatpump. Und mal gucken, ob er jetzt, wie das jetzt aussieht. Gucken wir mal, auf was für ein Ergebnis er jetzt kommt. So, da hat er es schon ausgespuckt. Statt 24 Minuten sind es jetzt, hoppla, 25 Minuten. Da hinten. Und hier gucke ich noch mal ganz kurz. Ja, hier sind es jetzt auch die 10%, das ist alles geblieben. Auf 71%. Und wie lange muss ich laden? 25 Minuten statt, also eine Minute länger. Jetzt kann man sich echt überlegen, ne? Meine Herren, ist das neue Modell jetzt doch nicht so viel besser? Dazu kann ich sagen, einfach mal durchspielen. Ich will das jetzt auch gar nicht bewerten. Ich gehe mal zurück und wir waren ja der Frage noch geschuldet, was ist, wenn man jetzt vielleicht das Geld nicht hat und kann sich sowas nicht erlauben, so ein teures Modell? Dann wähle das Fahrzeug aus und wir gehen jetzt nochmal auf Tesla Model 3. Und dann würden wir jetzt einfach mal Tesla Model 3. Ach so, 18 bis 20. Wobei, das machen wir nicht. Nochmal zurück. Wir nehmen das neue Modell. Das neue Modell Standard Range Plus. Und gucken mal. Jetzt machen wir hier unten und fahren mal nach Prag. Und gucken mal, was aus den 4 oder 25 Minuten jetzt wird. Schauen wir mal. Ah, das sieht jetzt anders aus, ne? Jetzt müssen wir also zweimal laden. Und es ist auch, hat sich doch schon etwas verändert. Und zwar müssen wir zweimal laden. Einmal hier. 25 Minuten und hier nochmal 40 Minuten. Also es ist in der Summe 65 Minuten, die man laden muss. Ja, hoppla. Mal größer machen hier oben. Okay, gucken wir uns das mal hier an. Oder die Strecke. Ist die Strecke jetzt geblieben? Da ist sie. Ah, da kommt sie jetzt. Ich ziehe es nochmal rüber. Okay, da muss man zweimal eben laden. Und hier steht es dann auch in der Tabelle drin. Okay. 25 Minuten, 40 Minuten. Okay. Ja, also an der Stelle drehe ich jetzt einfach mal um. Also das Gute an dem Programm ist, ich spreche das jetzt mal ab, man kann sich viele Dinge anschauen. Höhenprofile, man kann sich anschauen, man kann verschiedene Autos mal einfach nehmen. Du kannst einfach spielt einfach mal mit dem Programm und dann werdet ihr rausbekommen, das würde jetzt alles viel zu lange dauern, das möchte ich auch nicht. Einfach mal verschiedene Fahrzeuge mal einsetzen. Natürlich würden dann nicht die Supercharger angefahren. Wenn du dir jetzt einen Golf aussuchst, wird natürlich nicht jetzt ein Supercharger angefangen, sondern eben die Ionity-Lader. Man kann auch bei dem Tesla, könnte man jetzt die Lader auch, das gibt es auch die Möglichkeit. Wenn ihr euch mit dem Programm ein bisschen beschäftigt, das ist nicht so schwierig, kann man auch Ionity und Supercharger ein bisschen kombinieren. Und gucken, ob man da vielleicht was Günstigeres rausbekommt. Das muss man einfach mal schauen. Aber Tatsache ist jetzt hier auf einer Strecke von 600 Kilometer, das ist auch in Ordnung, müsste man also tatsächlich zweimal laden mit einem Short Range, also auch schon mit dem in Anführungsstrichen neuen. Und zwar einmal eben nach 159 und nach 200. Das könnte auch gut hinkommen. Und die Fahrtzeit, die war, gut, die Fahrzeit, glaube ich, hat sich jetzt nicht unwesentlich da verändert. Gut, ist ein bisschen länger, kommt aber auch hin. Aber man sieht eben jetzt hier in der Long Range wahrscheinlich mit der Wärmepumpe und so, mit einmal laden, das ist schon echt eine Hausnummer, ne? Und wenn man jetzt, sagen wir mal, hingeht und sagt, komm,
man hat dann vielleicht irgendwann tatsächlich mal einen 100 Kilowatt Akku oder sowas drin, dann wirst du die Strecke eben auch, wenn man es möchte, durchfahren. Aber ich will das auch nicht mehr. Also ich mache eben nach 200 Kilometern, sage ich ganz ehrlich, 250 Kilometer meistens eine Pause, weil mir das dann auch zu lange wird. Also ich liebe eigentlich mittlerweile diese Unterbrechungen und finde das auch in Ordnung und fahre nicht mehr so lange durch. Ja, das soll es an dieser Stelle echt gewesen sein. Wie gesagt, ruf den A Better Route Planner mal auf. Man kann sich dann auch da einloggen, man kann sich da registrieren und man kann dann eben auch Fahrten abspeichern und die auch tatsächlich im Tesla wieder aufrufen, wenn man das möchte. Und man kann die sogar in Echtzeit nebenher laufen lassen. Das funktioniert tatsächlich auch. Die Ergebnisse hier von dem A Better Route Planner sind ähnlich den Ergebnissen, die man bekommt, wenn man im Tesla sitzt und Navigationsdaten eingibt. Also du sitzt im Tesla, gibst deine Adresse Prag ein, dann rechnet er im Prinzip ähnlich. Aber dadurch, dass ja vielleicht ihr noch keinen Tesla habt, könnt ihr aber so tun, als wenn ihr ein Elektroauto schon hättet. Also ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Man kann wirklich schon, ich sag mal, improvisieren und auch schon, ja, es ist, man kann improvisieren und so tun, als wenn man ein Auto schon hätte, auch wenn man es noch nicht hat. Und bekommt dann eben realistische Werte und kann dann schauen, ist das was für mich oder ist es eben nicht für mich, nichts für mich. Und dementsprechend dann vielleicht auch nochmal die Kaufentscheidung treffen. Ja, das wollte ich an die Stelle mitteilen und einfach mal detailliert in die Programme reingehen, dann werdet ihr schon noch das eine oder andere finden. Das ist ganz interessant. Man kann es von überall aufrufen, dann auch später. Ich glaube, es gibt sogar eine App dafür auf dem Handy. Dann geht es sogar noch etwas leichter. Ja, dann soll es das gewesen sein. Alles Gute, der Jörg, und einen schönen Restsonntag noch. Bis dann aus Darmstadt. Tschüss.